Damit ein Willkommen hier zu einer XXL-Folge, 27 Minuten F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Katar, es steht der nächste Sprint an, bis wir dann den Hattrick in der nächsten Episode voll haben und dann in Richtung Road to Folge 100 gehen. Wir gehen jetzt mal direkt ins Qualifying rein, hier in der Nachtschlacht von, ja, Losail. Es geht in die erste Kurve. Ich liebe diese Strecke eigentlich. Sie ist so toll geworden, wirklich. Beziehungsweise sie besteht eigentlich schon seit längerem. Und gerade in der zweiten Kurve hier direkt ein Track Limit kassiert. Das wird vermutlich hier nicht in der wirklichen Formel 1 durchgehen. Aber hier ist es dann ganz, ganz wichtig. Auch hier keine Track Limits. Da gab es ja viele Verstöße. Und ich glaube, es kommt auch auf die Kurve an, wo du dann da drauf kommst. Auch hier ganz knapp die Streckenbegrenzung ausgelotet. Bis es dann hier in einer Kurve geht, die ich nicht so gern habe. Denn hier links ist es ziemlich schwierig, das Ganze einzuschätzen. Auch hier blind einlenken, bis es dann hier in diese, ja, etwas engere Beschränkung geht. Du musst ja da richtig runter vom Gas und dann in die Vollgas-Rechtskurven. Einmal, dann kurz die Lenkung aufmachen, zweimal kurz die Lenkung aufmachen und dann das dritte Mal. Und dann bist du eigentlich so gut wie durch. Hier der eine Linksknick. Da gab es viele Track Limits Verstöße. Ich kann hier wirklich froh sein, dass ich das auf so Standard eingestellt habe. Also da musst du echt ziemlich schwierig. Also das ist ganz, ganz schwierig. Eine Sekunde schneller. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wo wir landen werden. Denn das war mein vorerst finaler Qualifying-Rang. Und jetzt Startumstellung. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Senna, Ocon, Verstappen, Oscar Piastri, Sainz, Leclerc, Gasly, Norris, Bottas, Theo Pourchaire, Stroll, Drugovic, Doohan, Liam Lawson, Albon, Sargent, Magnussen, Joe und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer. Da stehen wir nun in der Sprint-Starterstellung. Und das hat für die Pole gereicht. Lights out und let's go hier aus Katar. Es ist ziemlich schwierig, gerade Start und Ziel ist immer wieder ganz, 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 ganz extrem schwierig. Und es wird heute zum einen oder anderen brenzlichen Situation kommen, wo ich euch bestimmt fragen muss, ob das noch geht. Also, aber jetzt mal hier, der Start war ordentlich, wir kamen gut weg, auch George Russell kann uns gut folgen. Und dahinter hat sich eine kleinere Lücke aufgetan. Also da der Red Bull, glaube ich, ist da dahinter, der hat schon ein bisschen abreißen lassen. Aber auch Senna konnte sich auf den vierten Platz behaupten. Wir gehen hier jetzt mal als Führender, ich glaube auch durch die erste Runde durch. Es schwierig wird es auf jeden Fall, ab dem Moment, wo es dann das DRS gibt. Denn ab diesem Moment musst du halt unfassbar aufpassen. Es ist ganz, ganz schwierig unter DRS hier sich auf Startziel vorne zu halten. Jetzt einmal die Start-Replay. Ich muss sagen, auch der Mercedes kam unfassbar gut weg. Musste sich aber dann, also er kam, der Start war gut. Das Ding war halt, dass vom Startfleck weg diese Beschleunigung war quasi ziemlich schwierig. Die Reaction war gut, aber ich glaube, der hatte da vielleicht ein bisschen Wheelspin. Ist dann auch vom Teamkollegen überholt worden und wurde ein bisschen durchgereicht. Aber der Start an sich war toll. Und da auch Russell sehr, sehr stark, hält da direkt mit rein. Und ich muss da, ja, an meine Limits und teilweise drüber hinausgehen. Die DRS ist mittlerweile enabled. Wir sind aus der ersten Kurve gerade rausgekommen. Ja, und abschütteln ist nicht. George Russell und auch Esteban Ocon, teilweise auch mein Teamkollege, das wird heute eine sehr, sehr schwierige Sache und ich bin mir auch sicher, im Rennen wird das nicht einfach werden, denn die Konkurrenz ist bärenstark. Gerade auf dieser Strecke fällt es mir immer wieder auf, dass die Konkurrenz da wirklich was drauf hat. Jetzt aber, ja, oh mein Gott, leichter Querschnitt und da rutscht du direkt neben die Strecke. Die Strecke ist eigentlich toll zu fahren, also natürlich, wenn man jetzt davon abgeht, dass die Lufttemperatur oder die Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung, 70% beträgt, man auch in der Nacht 40 Grad hat. Und ja, die Fahrer teilweise im Auto dehydriert sind. Diese Sachen habe ich alle natürlich nicht. Und noch Sand auf der Strecke und so weiter. Also das habe ich nicht. Dennoch muss ich sagen, es ist ziemlich schwierig, sich, wenn man ganz, ganz vorne ist, sich vorne zu halten. Denn du musst natürlich
diesen Exit, ja, da komme ich so weit in die Strecke, bin auch vom Gas runtergegangen, dass es keine Verwarnung gibt. Aber du musst halt wirklich so aufpassen. Denn hier kommt mittlerweile George Russell hier angeschossen. Da können wir uns noch einmal wehren, denn das ist spät gekommen. Der ist, ja Mann, der drückt uns hier von der Strecke. Also das ist nicht gentlemanlike. Also der zupft da zweimal rüber. Das ist gar nicht schön, wenn sowas passiert. Also ja, es ist noch im Fern drin, aber ja, wenn der da noch einmal so dumm rüber lenkt, dann, keine Ahnung, verliere ich da komplett die Fassung. Jetzt aber mal durch diesen, ja, das sind auch so schwierige Kurven. Du kommst nicht perfekt rein und beim Rausbeschleunigen hatte ich dann schon den Rutscher drin. Rutscht da schon neben die Strecke. Und das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig und das ist schon mal so ein bisschen ein Vorbote, was uns im Rennen erwarten wird. Denn ein George Russell und vor allem auch Esteban Ocon, Senna und sogar Yuki, alle innerhalb von 6 Zehntel. Und da kommen halt diese Flüchtigkeitsfehler, wie neben die Strecke fahren. Die Reifen sind jetzt auch schon ein bisschen mit 29% Front, ein bisschen lidiert. Und da musst du halt wirklich richtig, richtig vorsichtig sein. TSC ist auf Mittel und auch selbst schalten, selbst bremsen. Und ich glaube auch, das merkt man dann teilweise. 3 Zehntel, 2 Zehntel. Hier darf ich jetzt einmal zupfen. Das könnte sich ausgehen. Ja, es geht sich aus, weil er außen dran bleibt und nichts versucht, uns davor Sorte zu fahren. Und in der ersten Kurve quetscht sich jetzt auch Esteban Ocon vorbei und wieder zurück. Also das ist dann quasi noch gut gegangen. Und wir bleiben hier. Wir haben da so eine Beschleunigung. Das ist so krass hier, wirklich. Das ist wirklich eine unfassbare Pace, die da teilweise die Kurven raus haben. Da zupft Russell dann raus, aber das hat nicht ganz gereicht. Da konnten wir außen locker an ihm nochmal vorbeigehen. Genau, das war dieses, er hat einmal gezuckt und das war genau das, was mich gestört hat an seinem Move. Ich habe hier auch spät gemoved, darf ich kreuzen. Natürlich ist es ein bisschen unfair, während er, ja, keine Ahnung, sein Move schon zeigt, da jetzt noch zu kreuzen, aber ich sage es auch immer wieder gern, es sind so diese Verstappen Classic Moves, die muss man dann auch teilweise auspacken. Auch ein Fernando Alonso fährt dann teilweise Waves, also der fährt zu Wellenlinien, dass man ihn nicht überholen kann, ist alles so ein bisschen eine Grauzone in der Formel 1, aber ich glaube, das kann man ein, zwei Mal durchgehen lassen, dann ist es ziemlich schwierig, dann glaube ich auch, ist es oder strafwürdig, würde ich schon mal sagen. Jetzt aber mal hier in der fünften Runde und da kämpfen wir uns durch, ihr seht es auch hier, komme ich neben die Strecke, verliert er direkt wertvolle Zeit, da setzt sich George Russell neben uns, ich kann aber in der Innenseite neben ihn so ein bisschen mich dann auch vorbeiquetschen und der Red Bull, der kommt da verdächtig nah dran, Startziel, da fällt es mir auf jeden Fall auf, dass sich die alle richtig an mich dran klatschen. Hier setzt sich dann Russell erneut neben mich, diesmal war er außen, hätte da die besseren Karten gehabt, aber er wusste halt auch, dass ich verdammt spät bremsen werde, so war es dann auch. Ayrton Senna hat sich mittlerweile auf den zweiten Platz vorgearbeitet und der wird uns doch nicht auf den letzten Start-Zielgeraden noch einmal, ja, den Win hier wegnehmen. Das wäre natürlich, ja, schlecht für uns, aber gut für ihn. Hier komme ich weit neben die Strecke und dann noch einmal, ja, da gibt es jetzt die Verwarnung und ich glaube, die war sehr, sehr fällig. Also ich habe mich doch teilweise echt gespielt. Das Ding ist halt, sobald die Reifen mal über den magischen 40% sind, Snap-Overs, die aus der letzten Kurve raus, sobald die Reifen mal aus dem magischen 40% draußen sind, ist es wirklich extrem schwierig, die am Leben zu halten. Wir gewinnen hier den Sprint, nehmen 8 wertvolle Punkte für die Konstrukteure mit. Und es ist auch was sehr, sehr Tolles im letzten Video passiert. Schaut gerne oben rechts vorbei, wir sind nämlich Weltmeister geworden und das bereits in Singapur. Das zeigt die Stärke des Autos. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position und Ayrton Senna macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Ocon, Tsunoda, Verstappen, Oscar Piastri, Leclerc, Sainz, Gasly, Bottas, Stroll, Theo Pourchaire, Norris, Doohan, Albon, Drugovic, Liam Lawson, Sargent, Joe, De Vries und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Ich heiße... Falls ihr das Video noch einmal sehen wollt, schaut gerne oben rechts vorbei. Natürlich die komplette Playlist
Und jetzt Lights out und let's go, Qatar Grand Prix, das Hauptrennen. Wir kommen sehr gut weg, aber auf Ayrton Senna hinter uns, der kann uns da direkt folgen. Wir sind auf 2 Zehntel hier dran gekommen, muss mich da direkt wehren. Links, rechts kommt einer. Wird sich das ausgehen in die erste Kurve rennen? Ja, es geht sich noch aus, weil der Red Bull sehr, sehr fair nachgegangen hat. Da gibt es die Berührung zwischen Esteban Ocon und Ayrton Senna. Aber es reicht noch, um hier sich vorerst vorne zu beweisen. Aber die kommen hier so schnell raus, Leute. Es ist so krass, wie unfassbar die hier die Pace haben. Das ist wirklich, ich verstehe nicht, wo die Pace hier hernehmen, gerade so aus der dritten Kurve raus. Ich kann mir das echt nicht erklären. Kurve 1, 2, ja, aus diesem dritten Knick raus. Es ist so extrem schwierig. Hier gucken wir uns nochmal die Start-Replan. Mein Start war an und für sich grottig. Oh mein Gott, apropos grottig. George Russell ist gestanden. Der verliert da so viele Plätze am Stück. Und da geht es zu dritt in Turn 1 rein. Wir können uns da beweisen. Haben da, glaube ich, auch die Ideallinie erwischt. Und ja, da hast du es halt ein bisschen einfacher. Runde Nummer 1, Esteban Ocon jetzt hinter uns, Ayrton Senna auf dem dritten Platz. Aber auch dahinter ist es ganz, ganz eng. Purple aktuell mal im Mittelsektor. Das Ding wird halt sein, die Reifen am Leben zu halten auf einer Strecke. Ja, die quasi Reifen frisst. Das wird heute die Impossible Challenge werden. Die erste Runde ist mal vorbei und ich habe das Gefühl jetzt schon, als ob ich dem nicht standhalten kann. Es drückt wieder die Konkurrenz von hinten an und das wird jede Runde so gehen, bis einschließlich Runde Nummer 20. Man darf sich kaum viel erlauben und vor allem muss man auch hier wirklich immer wieder toll aus der letzten Kurve rauskommen. Die erste Runde haben wir mal überstanden und das wird wirklich ein Kampf werden. Turn 1 hier auch wieder sehr, sehr eng mit den Track Limits beim Rausbeschleunigen. Rutsche ich da neben den Curb, doch das geht sich mit dem Hinterreifen noch aus. Und dahinter uns. Guckt euch mal, wie Esteban Ocon hier angeschossen kommt. Ich mache hier anscheinend irgendwas anders als die Konkurrenz, was mir hier leider, ja, 2 bis 3 Zehntel kostet. Was mich leider 2 bis 3 Zehntel kostet. Purple dennoch im ersten Sektor. Auch Esteban Ocon und Ayrton Senna bleiben im Sekundenfenster. Yuki und Leclerc, ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme. Die werden da auch locker mitkommen. Und ich glaube auch, dass wir heute so ein bisschen der Lokführer in Los Angeles sein werden. Wir sind hier bereits am Ende der zweiten Runde und ja, knapp eine halbe Sekunde hinter uns ist dann Esteban Ocon. Letzte Kurve muss der Exit sitzen. Ich gehe ja schon so viel Risiko, drückt das Gas schon bei der halben Kurve durch, aber ja, es sind wieder nur 3, 2 und da kommt direkt ein, ohne DS-Hilfe, Esteban Ocon direkt schnellste Rennrunde und dahinter kann sich da keiner kaum mehr verbessern. Also Esteban Ocon vorerst mal das Rennen um die schnellste Rennrunde hier gewonnen. Aber das Rennen ist noch lang, das kann ich euch versprechen und ich glaube auch, dass wir uns mit den gelben Reifen eindeutig nochmal verbessern können. Hier aus der zweiten, nein, das war die dritte Kurve raus, da komme ich weit neben die Strecke, gucke dann natürlich auch immer wieder in den Rückspiegel und das ist mein ganz großer Fehler, denn du kannst dich halt nicht konzentrieren, wenn du genau weißt, die drücken jede Kurve an. Ich sollte das mit dem Rückspiegel echt lassen, aber es ist im heutigen Rennen alles ein bisschen schwieriger. Ja, jetzt habe ich mal ein kleines Lückchen gefunden. 7 Zehntel ist hier jetzt eigentlich eine gute Zeit. Ja, da war ich wieder ein bisschen spät an der Bremse dran. Beim Rausbeschleunigen nehme ich dafür wieder viel mit. Und da bleiben wir auf den 6,5 Zehntel sitzen. So, jetzt Runde Nummer 4. DRS ist das erste Mal auf Startziel enable. Und guckt euch mal an, wie Esteban Ocon hier angeschossen kommt. Ich move speed. Und da kann ich noch einmal mich beweisen. Und der von der Ocon geht aber auch spät an die Bremsen, räumt da fast unseren Teamkollegen ab. Das ist ganz schön eng. Das geht ziemlich eng zur Sache zwischen dem ersten, zweiten, dritten. Ja, und ich würde sogar sagen, dem vierten, der ist auch mit dabei von der Partie. Und ich glaube auch, dass sich der da direkt freuen würde, wenn wir da noch ein, zwei Kämpfchen miteinander haben. Dann ist auch wieder, er ist jetzt schon wieder mit dabei, Yuki, jetzt innerhalb von einer Sekunde. Aber ja, auf jeden Fall bemerkenswert, wie Esteban Ocon hier andrücken kann. Ich weiß nicht genau, wann wir in die Box gehen. Es sollte schon, ja, so Runde 6, 7, 8, irgend sowas in dem Drehrum sein. Und da sind wir jetzt in Runde Nummer 6. Senna ist an Yuki vorbeigegangen und der hat die letzten 1, 2 Runden eine ordentliche Pace aufgebaut. Ich bemühe mich, hier überhaupt die Pace mitgehen zu können. Ayrton Senna noch nie auf dieser Strecke gefahren, aber der fährt wie ein Gott. Ach du Scheiße, mit einem Oversteer komme ich hier raus. Und ja, da schnupft er uns schon vor Startziel. Ungewollt war das eigentlich ein toller Move, denn wir können somit das DRS mitnehmen und werden jetzt das erste Mal nicht mehr Start und Ziel angegriffen. Das war eigentlich nicht gerade dumm von mir. Hier geht's dann in die erste Kurve, aber es war halt einfach nicht mein Plan, dass ich hier an ihm vorbeigehe.
Ja, und da können wir außen, ja, da habe ich zwar seinen Reifen noch einmal, ich lasse ihn auch innen genug Platz und jetzt können wir dann innen angreifen. Was für ein, ja, nicht gewolltes, gewolltes Überholmanöver. Ja, wie cool eigentlich, das ist schon sehr, sehr nice. 7. Runde erst und das zieht sich das Rennen. Aber wie, Leute, es ist so eine Kack, lange Distanz, also die Strecke ist halt verdammt kurz und auch sehr schnell. Und deswegen fährst du auch hier so viele Runden, aber es ist halt unfassbar anstrengend, weil du unfassbar viele Kurven hast. Und ja, da drückt der Zen auch wieder an. Ich glaube auch, dass der jetzt die eine oder andere Runde das probieren wird, endlich an uns vorbeizugehen. 5. Runde und da war es nun dieser Fehler von uns. Ich gehe hier... wo waren wir denn hier? Also ja, das waren diese, zack, dreimal Rechtskurven. Hier wieder Full-Arm-Curb drauf. Wird natürlich auf Dauer auch den Reifen nicht gut tun, aber das ist mir jetzt mal ehrlich gesagt kackegal. Und das war dann, da hat sich Senna in der letzten Kurve an uns vorbeigequetscht. Ich konnte das DRS mitnehmen, mich im Windschatten an den Brasilianer wieder dran saugen und beim Rausbeschleunigen, ja, ihn da schnüpfen. Jetzt sind wir in der 8. Runde. Senna probiert es diesmal außen an uns vorbeizugehen. Es reicht. Ayrton Senna geht jetzt Ende der 7. Runde in die 8. rein an uns vorbei und hier sind wir nun hinter ihm und es hat tatsächlich gereicht, dass uns der Brasilianer überholt. Die Reifen sind am Lebensende und ich komme da kaum mit. Ja, die Verwarnungen fliegen jetzt rein. Ich habe keine Kontrolle mehr über die Reifen. Die sind einfach so tot, so kaputt. Aber ich weiß auch, wenn ich da diese ein, zwei Runden nicht länger draußen bleibe, ist es quasi unmöglich mit dem gelben Reifen am Ende des Stints, dann am Ende des zweiten Stints zu überleben. Hier kann ich mich noch einmal ins DRS mit reinschwindeln und auch saug mich da wieder ein bisschen näher dran, doch das ist nicht der gewollte Abstand. Ich habe so mit 1, 2 Zehntel gerechnet. Ja, Faktus sind es dann jetzt doch wieder 6 Zehntel. Ich kann kaum mehr die Pace von Senna mitgehen. Der hat sich da ein bisschen Reifen aufgespart, ist vielleicht auch ein bisschen schonend ans Ganze rangegangen. Das Ding ist halt, ich kann nicht schonend rangehen, denn ich wurde von Beginn an angegriffen. Und ja, es ist halt jetzt unmöglich. Wir gehen in die Box rein, Leute. Es ist die 10. Runde jetzt, wenn wir da mit dem Gelben rauskommen. Und dann haben wir halt 1:1 genauso viele Runden zu fahren wie mit dem mit dem roten Reifen. Ich glaube, das ist schaffbar auf einer Strecke wie Katar. Ich hoffe natürlich auch, dass das trotzdem reichen wird, um dann wieder vor Ayrton rauszukommen. Vielleicht auch vor Esteban Ocon. Und dann wieder sich als Führender zu behaupten. Das wird jetzt quasi ein, ja, Undercut, obwohl wir ganz vorne waren. Senna hat da wirklich noch ordentlich was im Köcher. Und guckt euch mal die Lücke an zwischen Senna und dem Mercedes. Jetzt geht es für uns auch wieder an Steuer. Das schlüpft bitte. Ja, Yuki jetzt auch noch. Guan Yu jetzt auch noch. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Jetzt müssen wir halt damit arbeiten. So direkt schnupfen, dann haben wir 6 Sekunden Abstand und ich glaube auch, dass die uns gut tun werden. Wir können uns dann frei einteilen, die Pace. Ich habe natürlich gehofft, dass ich genau in die Lücke reinfall, aber dass da jetzt noch einer durchschlüpft, das war natürlich nicht geplant. Die Reifen noch eiskalt, ich komme wieder nicht vom Fleck. Es ist einfach unmöglich, hier sich was zu tun, Mann. Guan Yu, der bremst so früh mit dem roten Reifen und ich kann hier gerade noch so mich an ihm vorbeiquetschen mit der Eile und vor allem auch ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ja, war vielleicht jetzt nicht der hundertprozentig fairste Move hier gegen den Chinesen, aber jetzt muss ich das Ganze noch einmal schnell angehen. Teamkollege bereits jetzt in die Box abgebogen. Die Box dort ewig hier, aber wir sind auch erst im 3. Sektor angekommen. Nicht mal noch ganz. Ja, jetzt hier dieser Rechtsknick, noch ein Rechtsknick und dann der letzte Rechtsknick und dann geht es noch einmal in den Links und in die letzte Kurve rein. Ob sich das ausgehen wird, ich bezweifle es. Es ist so schwierig. Die sind schon die Hälfte durch in der Box. Es geht durch die letzte Kurve für uns durch. Wo wird wir rauskommen? Wo ist Senna? Mann, bitte. Zwei sind weitergefahren. Das wird, glaube ich, ja, eine interessante Strategie. Und Senna ist meilenweit vor uns rausgekommen. Der hat da den Overcut geschafft. Doch ich kann spät bremsen mit meinen frischen Reifen. Quetsch mich hier an der Innenseite an Senna vorbei. Und wir übernehmen jetzt quasi die Führung. Natürlich müssen wir mal gucken, wie das mit Verstappen und Puscher noch abgehen wird. Hier noch einmal den Abdecker. Ja, vorerst bleiben wir mal auf dem ersten Platz. Wir gucken uns die Replays an. Das war dann schon, ja, wo ich kaum mehr Grip hatte mit dem roten Reifen. Ich rutschte hier wirklich über jede Axt drüber
auch hier wieder, da guckt euch das mal an, aus jeder Kurve ein Oversteer und das ist dann wirklich nicht mehr schön, wenn die Reifen das so schlapp machen und das war dann das Grings-Show. Ich wollte auch gar nicht irgendwie da dran kommen oder so. Beim Rossbeschleunigen, oh, der kommt da auch weit neben die Strecke. Ich meine, natürlich habe ich da wenig Platz gelassen, aber er ist auch weit neben die Strecke gekommen. Mittlerweile sind wir wieder auf dem ersten Platz, doch hinter uns ist ja noch lange nicht alles gegessen. Da hinten geht es ordentlich ab, es ist ganz, ganz eng und es wird auch sehr, sehr eng bleiben, denn es ist so schwierig, den hinten zu halten. Wir sind hier wieder Start und Ziel, Leute, und jetzt ist auch Ayrton Senna wieder im Verteidigungs- bzw. im Angriffsmodus und der schießt an uns vorbei an der Innenseite. Das ist die letzte Runde und es ist kaum zu glauben. Ayrton Senna quetscht sich hier vorbei und übernimmt die Führung. Das in der letzten Runde, ich habe mich jede Runde verteidigen können, doch diesmal kommt er so früh mit so einem Überschuss an uns dran und es wird uns nur eine Chance bleiben und das ist genau diese hier. Nach der letzten Kurve, wir sind nur 6 Zehntel hinter ihm. Das wird sehr, sehr knapp werden. Wir wissen, die Startziellinie, also die Ziellinie, ist ganz weit vorne, doch das reicht nicht. Senna kommt unfassbar gut aus der letzten Kurve raus und er schnappt sich hier tatsächlich den Sieg. Mann, das ist so grausam, wenn du in der letzten Runde ja, den Sieg verlierst. Oh Mann, und wie sich das anhört. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Es ist ein Doppelsieg, doch ja, es war verdient auf jeden Fall. Und ich gönne ihn das natürlich. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Die karierte Flagge ist draußen und die Fans feiern unter dem nächtlichen Wüstenhimmel hier in Katar. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1.
Ja, Leute, es ist toll für Senna. Der nimmt wertvolle 32 Punkte mit, also 7 mehr als 4. Und das ist wirklich sehr, sehr stark, die Leistung. Ein wirklich starkes Wochenende vom Brasilianer. Wir nehmen hier wirklich auch die maximale Punktezahl mit. Der ist jetzt wieder Zweiter in der Weltmeisterschaft. Aber vor allem haben wir damit auch unseren Vorsprung in der Konstrukteurs-WM weiter ausgebaut und können bereits im nächsten Rennen tatsächlich unseren zweiten Konstrukteurstitel in der Geschichte des Audi-Teams in der F1 23 holen. Es ist hier Senna, ich freue mich. Es ist wirklich, jedes Rennen wird der Mann stärker. Und ich hoffe natürlich, dass sich das weiterentwickelt. Verdiene während einer Season 25 Konstrukteurspunkte. Ich habe keine Ahnung, warum diese Challenge nie funktioniert. Wir haben locker 25 Punkte verdient. Aber ja, irgendwie erkennt das Spiel nicht an. Wir müssen hier mal austauschen. Nach immer noch das erste Getriebe drin, das finde ich auch beachtlich. 17% Steuerelektronik, auch das hier ganz, ganz wenig. Das ist wirklich, wow, das Auto ist schon so sparsam geworden. Also wirklich, da freue ich mich, das freut mich immer wieder. Und es hat gereicht, wir haben bereits den Konstrukteurstitel, Leute. Da habe ich ein bisschen jetzt falsch geguckt. Wir haben es geschafft, den Konstrukteurstitel in Katar zu holen. Mit dem Doppelsieg oder doch nicht? Ich habe keine Ahnung. Doch, Leute. Es hat gereicht. Audi ist das zweite Mal in Folge Konstrukteursweltmeister geworden. Und das ist wirklich auch sehr stark. Und das kann man auch Ayrton Senna verdanken. Denn dieser Mann ackert und ist so schnell teilweise auf einer Strecke, die er eigentlich noch nicht kennen dürfte, könnte, sollte. Also wirklich unfassbar. Ich freue mich. Danke für euren Support. Abonniert gerne kostenlos den Channel. Bis morgen oder später hier oder auf TikTok und ciao.